Ja, aber das war der Wunsch rein und verloren, hat der war da. Kitzinger zwischen den Stadtmeisterschaften, Herren, ist auch das Vorrunde Gruppenspiele. Aufschlag Daniel Glas, Frauenauer. Bei dem Feld hier kann ich mir nicht vorstellen, dass er viel gewinnt. Aber den Punkt auf jeden Fall schon mal gegen Christian Friedrich. Im Hintergrund dann noch die einzige Dame, die ich in der Herren SA-Klasse sehe, Fräulein Höfle Landshut, ist die aktuelle Verein, glaube ich. Links im Bild der Herr mit der Brille, der aufschlägt, das ist ihr Freund und Lebenspartner, Christoph Lechner. Der hat auch ein halbes Freilos gezogen mit Bastian Herbert. Aber bei dem läuft das ohnehin nur unter Erfahrung sammeln. Und so weit ist er natürlich noch nicht, dass er jetzt schon in der A-Klasse mitmischen kann. Da ist wohl viele Freundin mit hergefahren. Ja, der Basti nimmt das hier alles recht locker. Oh Gott, oh Gott. Wer übrigens auf YouTube googelt, Kitzingen Stadtmeisterschaften, Tischtennis. Da gibt es, glaube ich, von den letzten 10 Jahren fast von jedem Turnier Videos. Viele große Namen, den Sieger vom letzten Jahr, den sehe ich nicht, der ist nicht in der Halle. Von Würzburg Kist, ein Kubaner. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch bei Kist spielt. Der hat letztes Jahr hier sehr schöne Spiele gezeigt. Name fällt mir zwar gerade nicht ein. Und da ist es passiert, 0-3. Ja, er hat das gespielt, der Christoph Lechner, was er kann. Ab und zu mal den Basti mit einem guten Ball kurzfristig geärgert, aber im Großen und Ganzen, das würde ihm auch selber klar gewesen sein, gab es nichts zu ernten. Bei dem Spiel hier, Daniel Glas im Bild, ist das nicht ganz so groß der Unterschied, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass der Christian das sicher nach Hause bringt. Mal sehen. Felix Kosch.
als diese Station, die soll es sehen.